Hallo, ich bin Evi vom Belle Lovers Blog. Wollt ihr wissen, wie Katja Wünsche ihre Spitzenschuhe anzieht und wann sie ihr wehtun? Dann schaut das Video. Viel Spaß! Katja, tut es denn weh, wenn du auf der Spitze stehst? Normalerweise tut es mir nicht weh, wenn ich auf der Spitze stehe. Es sei denn, die Spitzenschuhe sind zu weich. Dann tut es mir weh, weil ich dann den Kontakt zum Boden stärker habe und mehr fühle. Und direkt so nach den Sommerferien oder nach einer längeren Pause, dann sind die Muskeln noch nicht mit kräftig und die Haut ist auch wieder etwas sensibler geworden. Dann ist es erstmal unangenehm, die ersten anderthalb, zwei Wochen, bis sich der Körper wieder dran gewöhnt hat. Aber sonst normalerweise? Sonst tut es mir nicht weh. Fühlst du dich wie im normalen Schuh? Ja. Prima. Katja, zeigst du uns mal, wie du in die Spitzenschuhe reinsteigst? Okay. Also ich habe eigentlich immer nur ein Pflaster um die großen Zehen herum und benutze dann noch so ein kleines Polster für die kleine Zehe und für meinen zweiten Zeh links oder vierten Zeh. Und dann, das war's schon. Und da so gehe ich dann in die Spitzenschuhe rein. Barfuß. Barfuß sozusagen, ja. Immer? Ja, immer. Und warum hast du die Pflaster am großen Zeh? Ja, am großen Zeh brauche ich das Pflaster, damit die Hornhaut, die wir alle als Tänzer und Tänzerinnen haben, nicht trocknet und einreißt. Und das ist dann immer sehr, sehr unangenehm, brauche ich dieses Pflaster. Immer? Immer. Hast du immer? Immer. Und jetzt steigst du mal auf die Spitze. Ah, ich muss das an. Mach mal langsam, dass wir das auch sehen. Jetzt ist das ja auch eine Kunst. Ja, das zu binden. Und die eine Seite ist länger als die andere, hast du gesagt. Genau, genau. Also. Naja, minimal. Ja. Aber doch ein bisschen, ja. Also die innere ist länger als die äußere, weil die äußere muss nur anderthalb Mal und die innere muss zweimal rum praktisch. Oder länger, mehr rum. Dann mache ich den Gummi noch ein bisschen fest. Also die sind schon kaputt, da ist schon nicht mehr so gut. Also hast keinen Halt mehr? Ja, und ich stehe da nicht mehr richtig drauf, also es ist zu weich. Und tut es auch weh? Ja, es tut dann, also heute vielleicht nicht, aber dann morgen auf jeden Fall, weil das Gelenk einfach zu fest ist. Ja, die Spitzenschuhe hier, die hattest du gestern in der Vorstellung an und jetzt sind sie tot. Ja, so. Warum? Ich hatte sie schon zu mehreren Vorstellungen an und gestern war die letzte und jetzt habe ich einfach keinen guten Halt mehr in den Schuhen. Die Sohle ist schon recht weich und auch hier vorne die Kappe hat nicht mehr die gleiche Form wie vorher und gibt mir einfach keinen Halt. Also so, dass ich viel zu schnell und über die Spitze rübergehe und dann auch nicht drauf stehen kann. Und dann tut es auch weh? Ja, dann tut es weh. Dann, ich spüre dann auch den Boden viel, viel stärker als so mit der großen Zehe und das ist unangenehm.